Hallo, herzlich willkommen. Ein kleines Video zum Thema Strukturdarstellung in ArchiCAD. Strukturdarstellung ist eine Reihe von Optionen, die Ihnen erlaubt, Bauteile verschieden komplex darzustellen. Wir haben hier ein mehrschichtiges Wandrechteck, ein Rechteck aus mehrschichtigen Wänden. Und Sie haben die Möglichkeit, es sich so komplett anzeigen zu lassen oder eben auch nur die tragenden Bestandteile dieses Ganzen. Das Ganze ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Ich zeige Ihnen mal die verschiedenen Optionen. Sie finden das unter Dokumentation, Strukturdarstellung. Da sehen Sie, komplettes Modell ist angehakt. Jetzt nehmen wir mal ohne Wandbekleidung. Und Sie sehen, dass die innere Putzschicht verschwunden ist. Ich mache es nochmal rückgängig und gehe auf komplettes Modell. Schauen Sie mal, Sie sehen jetzt hier, dass die Putzschicht wieder da ist. Ja? So, jetzt die dritte Option ist nur der Kern. Das ist auch noch einigermaßen klar, oder zumindest hat man das jetzt auch erwartet. Bei der vierten Option, nur der Kern der tragenden Elemente, ist alles weg. Ja, auch mit Steuerung 0 sehen Sie jetzt nichts mehr. Also scheint es sich bei den Wänden nicht um tragende Elemente gehandelt zu haben. So, jetzt nochmal kurz zurück zum Thema, was ist Bekleidung, was ist Kern? Diese Frage wird entschieden in den Einstellungen für dieses mehrschichtige Bauteil. Sie finden die Einstellung für mehrschichtige Bauteile bekanntlich unter den Elementattributen, Elementattribute, Optionen, Elementattribute, mehrschichtige Bauteile. Und dort haben wir hier zum Beispiel die Wand, die wir gerade verwendet haben, Mauerwerk, Hochlochziegel mit Luftschicht und Wärmedämmung. Und Sie sehen hier bei den Schichten, die Ihnen ja auch hier jeweils angezeigt werden, und die Sie auch editieren können an dieser Stelle, was wir jetzt aber gar nicht wollen. Sehen Sie, dass zum Beispiel bei dem Mauerwerk, bei der Mauerwerksschicht, also bei diesem dicken Ding, hier unten bei Komponententyp Kern steht und beim Verputz steht Bekleidung. Ja? Volllinie, die Luftschicht ist zum Beispiel vom Komponententyp andere, wird aber auch noch dargestellt, wenn die Bekleidung ausgeblendet wird. Also es ist sozusagen ganz einfach. Alles, was den Komponententyp Bekleidung hat, wird ausgeblendet, wenn es heißt ohne Bekleidung. So, nur der Kern, Mauerwerk, Hochlochziegel, nochmal die Schicht, ist also offensichtlich vom Komponententyp Kern. Der wird bei der dritten Option angezeigt, bei dieser hier nur den Kern, das hatten wir eben gesehen. Und nur den Kern von tragenden Elementen, da haben wir gar nichts mehr gesehen. Das liegt jetzt wiederum an den Wandeinstellungen selber. Wir haben gerade die Einstellung für das mehrschichtige Bauteil angeschaut. Die Wandeinstellungen selber sind ja bekanntlich mit Steuerung T zu erreichen. Und da kann man jetzt definieren, dass dieses Bauteil, was ich jetzt gerade ausgewählt habe, ein tragendes Bauteil sein soll. Das ist nämlich per Voreinstellung nicht so. Und das ist irritierenderweise bei im Punkt oder im Bereich Listen und Etiketten. Da sehen Sie ganz unten Klassifizierung, Doppelpunkt, tragende Funktion nicht definiert. Ja? Das heißt, für diese Wand ist die tragende Funktion nicht definiert, merkwürdigerweise, finde ich. Sie können jetzt sagen, dass es nicht tragend ist oder tragend. Ich mache die jetzt mal zu einem tragenden Element, okay. Und wenn ich jetzt unter Dokumentation Strukturdarstellung noch einmal die vierte Option auswähle, nur den Kern, nur der Kern der tragenden Elemente, dann sehen Sie, dass tatsächlich der Kern dieser einen Wand dargestellt wird, weil ich sie ja bei der Wandeinstellung Steuerung T zu einem tragenden Element gemacht habe. Okay, soweit, so gut. Ich mache das nochmal eben rückgängig, weil ich Ihnen noch ein bisschen mehr zeigen will. Und die Wand wird auch wieder zu einem nicht definierten Bauteil. Ja. Okay, jetzt folgendes, Sie können diese Strukturdarstellung auch im Ausschnitt speichern. Über Ausschnitte hatte ich schon in den Tutorials über Planerstellung ausführlich geredet. Und da ging es um Ebenenkombinationen, Stiftsets und Modelldarstellung. Die Strukturdarstellung gehört halt auch dazu. Ich kann jetzt diese Grundrissdarstellung in dieser Weise als Ausschnitt speichern. Da klicke ich einfach auf diesen kleinen Button hier, ja, in der Ausschnittpalette oder im Ausschnittteil des Navigators. Und hier sehen Sie schon, dass bei den Kriterien, die Sie vielleicht schon aus diesen anderen Videos kennen, auch die Strukturdarstellung dabei ist. Sie haben hier komplettes Modell und Bekleidung nur der Kern, der Kern der tragenden Elemente. Also das gleiche Programm wie eben im Dokumentationsmenü. Okay, erstellen. So, wenn ich jetzt diesen Ausschnitt hier habe und möchte jetzt aus irgendeinem Grunde in meinem Grundrissfenster noch einmal eine andere Strukturdarstellung haben,
Dann kann ich jederzeit auf diesen gespeicherten Ausschnitt klicken und habe wieder alles, denn der Ausschnitt speichert ja bekanntlich diese Dinge. Ja, was immer Sie jetzt aktuell gerade treiben im Grundrissfenster, ist vollkommen unabhängig davon, was in diesem Ausschnitt gespeichert ist. Der erscheint ja dann bekanntlich oder sollte auf einem Layout erscheinen. Oder andersherum formuliert, auf einem Layout sollte ein Ausschnitt liegen, nicht irgendeine Rohzeichnung aus dem Projektbereich. So, jetzt ein dritter Punkt. Wenn Sie eine Bemaßung jetzt hier einsetzen, egal auf welcher Ebene, ich aktiviere mal kurz alle Bauteile und mache die automatische Bemaßung, Dokumentation, Dokumentation Extras, automatische Bemaßung, Außenbemaßung. Okay. So, da habe ich jetzt also ein ganzes Set von Maßlinien. Und wenn ich jetzt die Strukturdarstellung ändere, Dokumentation, Strukturdarstellung, nur der Kern, dann ist diese Bemaßung verschwunden. Die Bemaßung hängt also ganz offensichtlich an der Strukturdarstellung dran. Das heißt, logischerweise, eigentlich logischerweise, verschwindet die Bemaßung, wenn Sie die Strukturdarstellung ändern, weil die meisten Maße dann keinen Sinn mehr ergeben würden. Sie sind deswegen aber nicht tatsächlich komplett verschwunden, sondern erscheinen wieder, wenn Sie die gleiche Strukturdarstellung wieder wählen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Strukturdarstellung nur den Kern nehme und mache da auch nochmal eine Außenbemaßung und Dokumentation Extras, automatische Bemaßung, Außenbemaßung. Dann sieht es ein bisschen anders aus. Ja, ich habe jetzt also tatsächlich nur die tragenden Bauteile bemaßt, wie Sie sehen, alles andere eben nicht. Jetzt habe ich diese völlig andere Bemaßung an der Strukturdarstellung nur den Kern zeigen. Ja, und wenn ich jetzt zurückwechsle in die Strukturdarstellung komplettes Modell, habe ich wieder die anderen Maße. So einfach ist das. Ja, Strukturdarstellung und die Möglichkeit, sie im Ausschnitt zu speichern. Und als dritten Punkt eben, dass die Abhängigkeit der Bemaßung ganz klar ist von der Strukturdarstellung. Falls Ihnen also beim Prozedere von der Rohzeichnung über den Ausschnitt zum Layout mal passieren sollte, dass die Bemaßung verschwindet, haben Sie vielleicht nicht darauf geachtet, ob im Ausschnitt die Strukturdarstellung explizit die richtige ist, beziehungsweise ob es der entspricht, die Sie bei dem Grundrisszeichnen verwendet haben. Noch ein kleines Wort zum Thema Strukturdarstellung. Wo findet die denn jetzt statt? Wir haben jetzt hier das Grundrissfenster, das heißt, die Strukturdarstellung, die ich hier im Dokumentationsmenü wähle, betrifft also dann dieses Grundrissfenster. Sie können für jedes Schnitt- und Ansichtsfenster eigene Strukturdarstellungseinstellungen treffen. Ja, das gilt sozusagen immer fensterweise. Das war's. Strukturdarstellung und Bemaßung in Archicad.